fünften Spieltag der ersten Regionalliga West ging es für die BBG Herford erneut nach kurzer Pause in den nächsten Doppelspieltag. Diesmal reisten die Männer um Coach Will Massenburg nach Kamp-Lindfurt, um ihre eigene Siegesserie hoffentlich erneut auszubauen. Der Sprungball konnte gewonnen werden. Dennoch markierte der Gastgeber die ersten Punkte, ehe Alan Boger Phil Humke im Post fand. Doch Kamp-Lindfurt war gut aufgelegt und konnte im direkten Gegenzug einen Dreier und einen Offensivrebound erfolgreich einsetzen, um die Führung auszubauen. Aber auch Chris Daus war erfolgreich von außen, wohl auch um die Spieler der Werestadt aufzuwecken. Nun passte auch der Einsatz und so konnte man sich nach einer gelungenen Rettung des Balles erfolgreich von außen belohnen. Kurze Zeit später war es dann soweit. Mit Hilfe von präzisen Pässen wurde erneut ein Schütze der Herforder in der Ecke gefunden und man konnte dank des ruhigen Händchens von Jan Behrens die Führung in dieser bislang engen Partie übernehmen. Im zweiten Spielabschnitt galt es nun, die kleine Führung aus dem ersten Durchgang weiter auszubauen. Die Herforder spielten defensiv eng und intensiv, doch der erspielte Wurf der Gastgeber aus dem Post wurde trotz eines Foulspiels erfolgreich verwandelt. Die BWG nun auf dem Gaspedal war es Aufbauspieler Kyle B. Irwin, der aus dem Fastbreak heraus einen Dreier traf und so erneut an der Schraube zur Führung drehte. Aufgrund der hohen Intensität in der Verteidigung wurde das Spiel nun langsam aber sicher den Gastgebern aus der Hand genommen. Nach dem Ballgewinn konnte Karl Kroner erfolgreich treffen. Und trotz eines betroffenen Wurfs der Kamp-Lindforder ließ man sich auf Seiten der WPG nicht irritieren. So konnte man in Person von Kyle B. Irwin erneut von außen treffen. Und auch im Post wurde nun besser gearbeitet, wodurch man sich einfache Punkte am Brett erspielen konnte. Die Führung der Herforder nun erstmals zweistellig, fand man aus dem Post heraus Dean Thomas, welcher ebenfalls von außen drei Punkte bewogen konnte. Doch die Gastgeber setzten weiterhin aktiv am Brett nach und so konnte man nach gewonnenem Offensivrebound erfolgreich abschließen, trotz eines Fouls. Das erneute aktive Nachsitzen der Kamp-Lindforder verkürzte die einst zweistellige Führung kontinuierlich. Doch war die Intensität in der Offensive wohl auch daran schuld, dass sich mehr Möglichkeiten für die BWG in deren Defense aufzeigten. Der Stil von Thilo Herr, welcher im Fastbreak noch das Auge für den mitgelaufenen Spieler Kyle B. Irwin hatte, markierte die letzten Punkte der ersten Halbzeit. Nach der Halbzeitpause ging es für die BWG gleich mit dem ersten Ballwitz los. Doch fand man sich schneller als gewollt in der Defense wieder. Kamp-Lindfurt schien sich in der Halbzeit wieder auf ihre Stärken besonnen zu haben und so attackierte man erneut erfolgreich aus dem Post heraus den Korb. Doch die Intensität in der Verteidigung ließ den Ballvortrag für die Gastgeber immer schwerer werden und führte so zu einfachen Punkten aus dem Break. In der großen Rotation von Coach Will Massenburg konnte sich jeder Spieler der Herforder ins Scoring eintragen, was wohl auch der guten Abstimmung zuzuschreiben war. Dennoch wurde man nicht nachlässig und attackierte weiterhin den Korb und setzte am offensiven Brett gut nach. Die erspielten zweiten Chancen führten zu einer konstanten Führung der Werestädter. Dennoch fand man gegen die gute Postarbeit der Gastgeber kein probates Mittel und so konnte hier erneut der Vorsprung mit dem End-One verkürzt werden. Doch auch der Drive der Herforder schien Kamp-Lindfurt vor eine Herausforderung zu stellen, gegen die man nicht so recht wusste, was zu tun war. Trotz eng stehender Gastgeber bewegte man den Ball in Reihen der Herforder gut und fand so immer wieder den offenen Schützen. Kapitän Karl Gronau konnte so nach seinem Fake ganz in Ruhe einnetzen und die Führung der Herforder weiter aufbauen. Im letzten Viertel des Spiels galt es nun, die erspielte Führung in Kamp-Lindfurt zu bewahren und so die Siegesserie weiter auszubauen. Die BWG startete mit viel Druck in der Defense und konnte aus dem Setplay heraus punkten, ehe Thilo Herr nach einem harten Kontakt im Fastbreak aufgrund seiner Nachfrage beim Schiedsrichter ein technisches Foul zugesprochen bekam. Doch davon ließ man sich auf Seiten der BWG nicht weiter beeinflussen, sondern bewegte den Ball weiterhin gut durch die eigenen Reihen, um erneut von außen zu treffen. Im direkten Gegenzug knickte Basti Landgraf in der Verteidigung jedoch mit dem Fuß um und musste zur Behandlung ausgewechselt werden. Wir hoffen, dass er bis zum nächsten Heimspiel wieder bei 100% ist und wünschen ihm eine gute Besserung. Nun wollten die Herforder das Spiel mit aller Macht für sich entscheiden und so attackierte man immer wieder erfolgreich den Korb der Gastgeber,
welche in dieser Phase des Spiels Lücken in der Verteidigung nicht schnell genug schließen konnten. In den Schlussminuten dieser Begegnung wurde es jedoch zusehends hitziger, was dazu führte, dass man auf Seiten der Herford an die Linie konnte, ehe die Refs ein weiteres technisches Foul gegen Kap Lindford aussprachen. Doch auch im nächsten Angriff war die Pfeife zweimal zu hören. Zuerst wegen des Fouls gegen Alan Boga und anschließend noch einmal gegen ihn wegen einem technischen Foul aufgrund seiner Nachfrage. Als Coach Will Massenburg seine Spieler während der Freiwürfe um sich sammelte, gesellte sich ein Spieler der Gastgeber völlig unnötigerweise mit in den Kreis, was dazu führte, dass die Schiedsrichter erneut versuchten, hitzige Stimmung durch ein technisches Foul einzudämmen. Die Partie wurde nun für mehrere Minuten unterbrochen, was jeder Spieler wohl anders nutzte, wie man hier am unteren Bildschirmrand erkennt. Kap Lindford schien nur nochmals die Chance zu bekommen und so verkürzte man die Führung von außen ein und andere Mal. Doch trotz des Steals von Chris Dowse und seinem krachenden Dunking waren die Gastgeber in dieser Phase das deutlich dominantere Team. Und so traf man ein ums andere Mal weiterhin von außen, um die Herforder unter Druck zu setzen. Dennoch sollte es am Ende nicht reichen. Die BWG Herford gewinnt in Kap Lindford mit 86-78 und baut die Miniserie somit weiter aus. Zwar war es eine hitzige Begegnung, doch die Konstanz der Herford in den ersten drei Spielabschnitten war letztlich entscheidend dafür, um sich durch die Linie der Schiedsrichter und das Verhalten der Gegner im letzten Viertel nicht zu sehr irritieren zu lassen. Dennoch muss man an dieser Stelle klar herausstellen, dass die beiden Refs mit dieser Partie sicherlich keine einfachen Jobs hatten und diese zu großen Teilen souverän gemeistert haben.